Gut. Ja. Soweit so gut. Aus irgendeinem Grund möchte ich mir einfach diese Stase-Dinger mal einfach zu mir holen. Man weiß ja immer nicht, was passiert, ne? Abschussrohre versiegelt. Bitte wenden Sie sich für die Autorisierung an Supervisor Dallas. Dallas? Ich komme langsam mit den Systemen auf dem Abbaudeck voran. Hast du den SOS-Sender? Nein, und die Abschussrohre sind versiegelt. Mit deinem Deckadministratoren-Rig gehen sie auf. Der Deckadmin ist Supervisor Dallas. Er ist auf dem Verarbeitungsunterdeck. Ich sehe auch eine Rig-Aktivität für Jacob Temple auf dem Wartungsunterdeck. Vielleicht hat er den SOS-Sender dort gelassen. Hoffentlich kommst du trotz der ganzen Störungen dorthin. Keine Störung. Fall. So haben die Arbeiter sich geschützt. Scheiße. Okay. Ich entriegle die Unterdecks, aber achte darauf, dass der Sender nicht verkabelt ist. Warum sollte er verkabelt sein und ist das nicht scheißegal? Haben wir nicht eigentlich andere Probleme? So, jetzt kann ich auf dem Abbaudeck den ganzen Scheiß, die scheiß Nebenquests machen. Sind ja auch nur ein paar, ne? Sag ich mal so. Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, glaube ich. Uncool. Könntest du bitte tot zusammenbrechen, danke. Wo muss ich denn hin eigentlich dann? Sind doch schon wieder vier Decks, ne? Ach, wird das spannend wieder. Steuerung bringt mich hier um den Verstand, ne? Echt so, ich habe echt keine Munition mehr. Das Einzige, was ich einigermaßen habe, ist Brennstoff für den Flammenwerfer. Gucken, wie lange der so bleibt. Kann ich da eigentlich auch rein? Warum bin ich da vorher nicht reingelaufen? Grüße gehen raus. Ist das die andere Seite, wo ich gerade stand? Kommt er mir hinterher? Wäre es nicht sinnvoll, den ersten Mal mit ACTA zu legen? Bevor ich wieder reinstolper, wenn ich vergessen habe, dass der noch lebt. Ist doch gerade hier aus dem scheiß Loch gekrabbelt.
Der ist doch hier wirklich gerade rausgelaufen. Komm. Bist du, wenn du nicht mit mir spielen willst, dann halt nicht. Kaufen uns mal einen Knoten. Knoten kann man immer mal gebrauchen. Vielen Dank. Ja, gerne doch. Wenn alles zusammenbricht, aber das funktioniert noch, ne? Ich hoffe ja, dass bei jeder Fahrt mit diesem Scheiß Aufzug jedes Mal der Strom ausfällt und wieder 5 Viecher hier reinkommen. Hammond? Er muss im Lüftungsschacht der Besatzung sein. Sie bringen etwas rein. Signal ist wieder weg. Bitte, hol einfach den Scheißsender. Ich will von diesem Schiff abhauen. Das ist nochmal das Tüpfelchen auf dem i, dass irgendwelche fanatischen Kacklappen, die übrigens alle nicht in dieser ekelhaften Szenerie verrecken, noch ihre Späßchen hier machen, ne? Alle gehen hier hops, aber die überleben. Oh Mann. Ihr haltet euch für ganz schlau, ne? Hätte sich Daniel mit seinem scheiß Flammenwerfer auch. Los ist. Erstmal erledigt. So auch alles so beengt, ne? Jetzt sammle ich hier die ganze Zeit eigentlich auf für eine Munition. Bin mir gerade actually nicht sicher. Schöner langer Gang. Perfekt. Wenn wir da nicht reingehen wollen, dann weiß ich auch nicht. Na, wenn das mal nicht wie eine Mausefalle aussieht. Cleaning Service.
Hallo? Austreten. So, perfekt. Ah, meine Fresse. So, ne? Mensch, hier ist mal nicht alles voll gebuchert mit Shit. Audiolog. Isaac, bitte kommen. Leid, Isaac. Der Zeitung, ich melde mich später nochmal. Ist schon okay. Ah, wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, hier an Bord arbeiten zu dürfen. Ja, so ein schönes Schiff. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac, danke. Wofür? Dafür, dass du mich motiviert hast, das durchzuziehen. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Sieht so aus, als würden wir uns aus der Reichweite nicht vermissen. Isaac? Nick? Isaac, hörst du mich? Nicole? Ich melde mich so schnell ich kann, okay? Nicole? Isaac! Hey, kannst du mich hören? Hallo, Niki. Na toll. Na toll. Labor abgerufen. Dann nehmen sie es auf. Was macht das für einen Unterschied? Terrence. Ich weiß, dass der Marker für den Ausbruch verantwortlich ist. Ich muss herausfinden, wie. Dein Signal. Wenn es pulsiert, kann dieses Signal Veränderungen im genetischen Code auslösen. Sogar in der neuronalen Struktur. Sie haben es gespürt, nicht wahr? Aber wie kann ich es aufhalten? Mercer muss es wissen. Er hat die Ergebnisse seiner Markerforschung aufs Besatzungsdeck gebracht und versiegelt. Nein, nein. Versiegelt? Wissen Sie wie? Bitte, ich brauche Mercers Daten. Nein. Er wird sie umbringen. Noch mehr Tote kann ich nicht verantworten. Unitology war mein Ein und Alles, nachdem ich Amelia verloren hatte. Und was ist daraus geworden? Terrence, hören Sie mir zu. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Sie haben Amelia geliebt. So wie ich Isaac liebe. Doch wenn ich diesen Ausbruch nicht stoppen kann, sehe ich ihn nie wieder. Bitte, helfen Sie mir. 39277. Wenn Sie unbedingt in Mercers Quartier wollen, sollte dieser Code immer noch funktionieren. Danke. Hier. Die sind bei Ihnen sicherer. Dr. Brennan. Nicole. Das Einzige, was Mercer je gefürchtet hat, war der Tod. Jetzt bezweifle ich, dass er vor irgendetwas Angst hat. 39277. Ich hoffe, das habt ihr euch gemerkt, Leute, ne? Wie inaktiv? Warum ist es inaktiv? Immer noch nicht das gefunden, was wir halt hier sind, ne? Ah, ist da wieder einer gespawnt? Nein, okay. 39277. Kommen wir auch nicht durch, ne? Auch nachdem wir das... Ah, da. Ja, hier war mal eine Tür. Oder was? Kommen wir in Lager 4 irgendwie rein? Nö. Haben wir das Lager jetzt gefunden, ja.
Abordeck und Maschinenraum. Drei, zwei, neun, sieben, sieben, ne? Oder 3 9 2 7 7? Ich glaube 3 9 2 7 7. Ah ja, ist wieder irgendwas, was wir nicht finden. Perfekt. Tut mir auch leid, Bro, aber sicher ist sicher, ne? So wenig Bock, dass jetzt hier irgendwie hinter mir noch irgendwelche Viecher ausscheißt. Blödes Gefühl gerade. Spann dich mal. Mit einem schönen warm ums Herz, ne? Isaac. Huh? Was? Bist du real? Quatsch. Glauben, dass du hier bist. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich bringe uns nach Hause. Es gibt einen SOS-Sender in der Nähe. Wir können Hilfe rufen. Der Sender? Stimmt. Sie haben ihn in der Werkstatt eingeschlossen. Aber mit meiner Freigabe kommen wir rein. Hier entlang. Wie kann man in diesem Haufen Scheiße noch überleben? Wahnsinn. Waffe. Ja, passt erstmal, glaube ich, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist es gar nicht unsere Frau. Wahrscheinlich ist es irgendjemand. Ein Hirngespinst. Das ist Dr. Mercer. Der so tut, als wäre unsere Freundin. Nicole! Ich habe dir so viel zu sagen. Ich weiß, dafür haben wir später noch Zeit. Holen wir den Sender. Sicher? Alle zählen auf uns. Heißt es genau das, was dann nicht eintritt? Mit dem Benzin noch ein bisschen haushalten, Jungs. Könnt ihr einfach vielleicht. Ja.
erledigt. Die Werkstatt ist doch... Ich habe dich noch nie arbeiten sehen. Du gehst mit dem Ding um wie ein Chirurg. Ich passe auf dich auf. Okay. Wie komme ich zu dir? Nein, du musst unbedingt den SOS-Sender starten. Hier sind überall Wartungsschächte. Ich hole dich schon ein. Klar. Versteck dich, wenn du noch mehr siehst. Okay? Ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Du schaffst das. Du bringst die Dinge wieder in Ordnung. Und machst uns wieder vollkommen. Was redet sie da? Du machst uns wieder vollkommen? Das klingt aber nicht nach etwas, was ich meinem Partner sagen würde. Wenn ich ehrlich bin. Klingt ein bisschen komisch. Bin ich ehrlich?